Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog von mir. Ich will euch in diesem Vlog wieder meine Abiturvorbereitung mitnehmen, da ich in ungefähr 2 bis 3 Wochen Abitur schreibe und ja, euch einfach ein bisschen mitnehme jetzt in den Ferien, in meinen letzten Ferien überhaupt. Heute ist erstmal ein bisschen ein entspannter Tag, also gleich kommt noch ein Freund zu mir, mit dem ich gemeinsam dann ein bisschen für Mathe lerne und dann kommen nachmittag noch 2 weitere Freunde her und wir wollen alle zusammen kochen, aber auch ein bisschen auf Ernst noch Schule, ein bisschen was lernen. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ich freue mich mega. Hier mein kleiner Outfit-Check. Ich habe jetzt einfach so ein, wie nennt man das, so ein Jäckchen an als Top. Schwarzen Rock, Strumpfhose und einen Haarreifen. Wir haben da angefangen, Tiramisu zu kochen und falls ihr wie wir das gemacht haben, könnt ihr jetzt hier mal das Rezept sehen. Dann muss da also Zucker ran und ein bisschen Wasser. Ja, das habe ich ja sogar noch da. Wasser habe ich noch da. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Aber ich glaube, wenn wir hier wirklich zu viert irgendwie was essen, vor allem mit dir und Maxi, da brauchen wir ganz viel Essen. Das stimmt. Sieht irgendwie richtig ekelhaft aus. Das sieht aber schon mal so. Das jetzt schon mal so ein Bildchen. Wir sind fertig mit dem Tiramisu. Oh Gott. So, unser Tiramisu muss jetzt ein bisschen einwirken und währenddessen machen wir jetzt Mathe. Yay, ich habe gar keinen Bock, aber immerhin ist Mathe zusammen zu machen besser als allein zu machen. Danach, wenn wir fertig sind, so innerhalb von 2-3 Stunden, kommt dann noch ein anderer Kumpel und hilft uns dann noch Pizza zu machen und Salat und so alles. Dann machen wir ein richtig schönes Buffet heute Abend. Also Leute, wir haben gerade eine sehr große Krise. Wir versuchen nämlich die ABC-Formel anzuwenden. So 8. Klasse Stoff und das kriegen wir nicht hin. Es ergibt wirklich gar keinen Sinn. 2 plus 6 ist 8, durch 2 ist 4. Und 2 minus 6 ist minus 4, durch 2 ist minus 2. Minus 4 durch 2 ist minus 2. Wir sind dann erstmal ein paar Anforderungen und Formeln durchgegangen, nochmal gemeinsam, um das alles abzuchecken. Und haben dann vor allem alte Abituraufgaben durchgerechnet, weil ich finde, das ist wirklich die beste Vorbereitung auf die eigentliche Prüfung ist. 3. Wie macht man denn quadratische Gleichung 3? Würdest du das jetzt berechnen? Die Nullstellen berechnen oder was? Mhm. An Frederik, das ist ja mit der Polynomdivision, oder? Die kann ich nicht! Okay, komm, die machen wir jetzt, ja? Oha, voll gut. Hey, du hast ja richtig gemacht, ne? Wir haben dann nochmal einige Aufgabentypen probiert, die wir irgendwie schon wieder ganz vergessen haben, wie zum Beispiel Polynomdivision, und haben uns dann darüber gestritten, ob es Variabel oder Variable heißt. Nein, Variabel. Variable? Variable? Und falls ihr auch ein bisschen lost seid, es heißt Variable und Variabel ist das Adjektiv. Chillig. Toll. Also noch würde ich es nicht essen, ich sag's dir ehrlich. Sagst du, wie es ist? Ich würde das nicht essen. Mehr viel. Unser Tiramisu sah nicht so lecker aus, aber ihr könnt nachher noch sehen, was dann daraus geworden ist. Und wir haben dann Herzpizzen gemacht. Yay! Ich hatte das mal auf TikTok gesehen und wollte das unbedingt machen. Und wir hatten das irgendwie seit einem Jahr oder so schon geplant. Aber sind erst jetzt noch zugekommen und das Ausschneiden war ein bisschen Pain. Aber hat dann im Endeffekt auch alles geklappt und das war so cool. Also meine Pizza, die ihr hier sehen könnt, ist im Endeffekt ein bisschen fett geworden. Deswegen war sie auch, glaube ich, nicht ganz durch, weil sie eben so dick war. Aber die anderen sind echt gut geworden. Salt, Pfeffer, dann haben wir den Hasen. So Leute, wir sind jetzt fast fertig mit allen Pizzen. Ich finde, die sind echt gut geworden eigentlich. Also die sind voll süß. By the way, die 3 sind alle für mich, weil die anderen Pizzen sind viel größer als meine. Und dann haben wir noch einen Lara-Kuchen. Perfekt. Tiramisu, ich weiß aber nicht, wie das geworden ist, weil es sieht nicht so lecker aus. Und Salat, der zu wenig Soße hat, aber wahrscheinlich schmeckt er trotzdem. Der andere Kumpel von uns, der noch kommen wollte, um zu helfen beim Kochen, ist er doch nicht mehr gekommen, weil er sich nicht so gut gefühlt hat. Aber dafür ist dann abends auch mein Freund gekommen und wir haben dann noch ein bisschen was gespielt und gequatscht und so. Und mein Freund hat dann auch mit mir geschlafen, weswegen ich am nächsten Tag nicht so viel mitgefilmt habe und ihr erst das Ganze ab abends dann wieder seht.
So, ich bin jetzt auf jeden Fall wieder dabei, ein bisschen zu lernen für Mathe. Ich bin gerade im Wohnzimmer und es ist dunkel, keine Ahnung, ich finde es gerade mega chillig. Irgendwie war ich an dem Abend echt motiviert, was für Mathe zu machen. Also ich glaube, dieses Rausgehen, ein bisschen Bewegung haben und dann sich hinsetzen, um zu lernen, ist wirklich effektiv, weil ich war dann ganz motiviert, wo man hier irgendwie nichts sieht im Dunkeln. Lol, aber ich habe dann noch ziemlich viel Mathe gemacht und genau, war auch ganz erfolgreich. So, ich finde es teilweise schon so witzig, da ich immer alte Abituraufgaben durchrechne und sich teilweise die Aufgaben ja auch wiederholen. Und ich finde das so cool, dass hier zum Beispiel diese Aufgabe war, die habe ich das allererste Mal im Matheunterricht gehabt. Und ich habe da wirklich, ich war da so verzweifelt, weil ich da schon den ersten Schritt, der Schnittpunkt nicht ganz gecheckt habe. Und jetzt habe ich die Aufgabe irgendwie zum dritten Mal und jetzt habe ich die so easy hinbekommen. Deswegen, ja, finde ich mega cool. Ich glaube, wenn man wirklich immer die Aufgaben wiederholt, gerade in Mathe jetzt, ist man im Abitur wirklich gut vorbereitet. Also die Wiederholung und das Üben ist, glaube ich, das A und O bei Mathe. So, Friends, ich fahre jetzt zu einem Freund von mir zum Mathe lernen. Wir lernen dann zusammen Mathe. Ich hoffe, das schmeckt dann noch. Ich wollte ihm noch ein bisschen Tiramisu mitbringen und ich verspreche euch, es hat besser geschmeckt, als es aussah. Also, wir sind jetzt hier gerade dabei, die Aufgaben zu machen und irgendwie sind wir heute beide nicht so motiviert und haben gerade so lange gebraucht, nur für die OHMI-Aufgaben, also nur für die Untertaschenrechner und haben da jetzt nämlich schon 1,5 Stunden nur in dieser Aufgabe gesessen, wo man eigentlich nur eine halbe Stunde oder so brauchen sollte. Ja. Egal. Es war bei uns beiden irgendwie nicht so die Bestleistung, weswegen wir einfach rausgegangen sind, um ein bisschen frische Luft zu schnappen mit seinem Hund. Total süß. Und haben dann versucht, noch ein paar alte Abi-Aufgaben durchzurechnen. Waren aber ja beide einfach da nicht so produktiv und haben irgendwie für die einfachsten Aufgaben so voll lang gebraucht. Und dann bin ich wieder nach Hause gegangen und am nächsten Tag war ich unterwegs. Ich habe dann nämlich einen Strafrichter getroffen. Das ist ein Bekannter von mir. Und der hat mir ein bisschen was erzählt über das Jurastudium, was wirklich höchst interessant war. Und wir waren dann ein bisschen spazieren, haben uns darüber unterhalten, was mich total gefreut hat, bevor ich auch richtig dankbar bin, dass ich diese Erfahrung halt machen durfte und ein bisschen was erfragen konnte über das Studium, was ich ja auch dann wahrscheinlich dieses Jahr anstreben werde nach meinem Abi. Natürlich habe ich auch wieder bei der Fahrt gelesen, das mache ich immer. Hallo Leute, ich bin jetzt gerade unterwegs und das Wetter in Berlin ist heute echt nicht so toll. Ich habe mich nämlich gerade mit jemandem getroffen, es war wirklich super interessant und ich musste aber relativ schnell nach Hause, weil ich habe um 15.30 Uhr eine Fahrstunde, das ist schon in 1,5 Stunden oder so. In Berlin hat man normalerweise Fahrstrecken, ich musste mich jetzt nach Hause fahren, eine Stunde oder so. Wenn ich jetzt gerade so überlege, als ich nach Hamburg gefahren bin, habe ich auch gefühlt eine Stunde gebraucht. Jetzt brauche ich halt nur von hier, einem Teil in Berlin, zu mir nach Hause eine Stunde. Das ist schon viel, ne? Aber genau, dann habe ich noch eine Fahrstunde und dann heute Abend habe ich noch ein Interview. Erzähle ich euch nachher noch. So, ich bin jetzt nach meinem ganzen Termin wieder zu Hause. Wir haben mittlerweile 17 Uhr und ich war, wie gesagt, heute Vormittag erstmal bei dem Strafrichter. Das war super interessant, das Gespräch, was wir dort geführt haben. Da hatte ich jetzt gerade eine Fahrstunde und jetzt bin ich zu Hause, muss mich jetzt ready machen für mein Interview, was ich gleich habe. Aber ich habe noch nur so eine halbe Stunde Zeit und nutze mir natürlich auch diese halbe Stunde. Und ich werde jetzt mein Video fertigstellen, also einen Vlog, der heute online kommt. Da muss ich noch jetzt die letzten Feinheiten machen, also Thumbnail, Videobeschreibung, Tags. Und dann das Ganze auf Instagram promoten. Dafür haben wir jetzt noch eine halbe Stunde Zeit. Wenn man das fertige Video exportiert, ist es meistens noch nicht ganz fertig. Man muss das Ganze noch bei YouTube hochladen, da muss man noch ein Thumbnail machen. Hier habe ich zum Beispiel mir Videos oder Bilder aus dem Video eben rausgesucht, die ich dann für das Thumbnail benutzen kann. Dann muss ich noch eine Caption schreiben, Tags einfügen und so weiter. Also das ist noch ziemlich viel Aufwand, nachdem man das Video fertig geschnitten hat. Und jetzt bin ich gerade dabei, mein Thumbnail zu bearbeiten. Ich mache jetzt mal eine schöne Collage aus den Bildern. Ich nehme das. So, ich gehe jetzt kurz in das Meeting rein. Habe ich gerade schon erzählt, was es für ein Meeting ist? Weiß ich gar nicht. Ich kann es auch nochmal kurz erzählen. Und zwar haben mich zwei süße Mädchen angeschrieben und gefragt, ob sie mich interviewen dürfen für die Schule, weil sie da aktuell so ein Projekt machen zum Beruf Influencer, weil viele in ihrer Klasse oder in ihrer Stufe den Traumberuf Influencer haben und sie jetzt ein Interview führen wollen zu meinem Alltag, zu meinem Leben, wie ich arbeite. Und ich finde das ja wirklich super interessant und ich bin ganz gespannt, was sie mich da jetzt genau fragen werden. Gehe jetzt sofort mal hier in das Meeting rein, obwohl, nein, ich hole kurz noch meine Flasche. Es ist ganz wichtig für mich, dass ich immer richtig so Flasche habe, falls ich Durst habe. Mein Mund wird irgendwie extrem schnell trocken. Bei Jugend debattiert, ich war so froh, dass wir da immer eine Flasche auf dem Tisch hatten beim Landeswettbewerb. Da haben wir am Landtag debattiert und ich habe die ganze Zeit so meine Flasche gehabt und war in den Pausen immer so am Trinken und so, weil irgendwie, wenn ich aufgeregt bin und so, muss ich auch immer was trinken. Ja, ich gehe jetzt in das Meeting rein. Nein!
Hallo, ihr beiden. Schön, euch zu sehen. Es war wirklich ein richtig cooles, aber auch effektives Interview. Also es gab so viel von Fragen nach dem Motto, was mache ich genau auf Social Media? Wie kann ich das vereinen mit Schule? Wie viel Zeit brauche ich dafür ungefähr? Und wie kann ich das Ganze auch mit anderen Dingen halt vor allem jetzt den Unterricht vereinen? Und es war sehr cool, fand ich, darüber zu reden. Mensch, die waren ja total süß. Aber es ist, ich finde es krass, wie reif und, ja, ich sag mal jetzt alt, die Teenager und Kinder heutzutage aussehen. Also es waren jetzt beide zwei Viertklässler und no joke, hätten die mir gesagt, die sind 16, hätte ich denen geglaubt. Das ist krass. Können wir ja gerne mal schreiben, wie ihr das findet, dass ich versuche, mehr Vlogs zu machen. Es macht mir nämlich auch unglaublich viel Spaß und ich glaube, das ist auch sehr motivierend und so. Irgendwie machen mir auch Vlogs am meisten Spaß zu schneiden. Ich werde jetzt noch mein Video schneiden und dann noch ein bisschen was für die Schule machen. Das heißt, ich werde entweder Mathe oder Politik heute ein bisschen noch lernen. Ich hoffe, dass euch der Vlog heute gefallen hat. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr euch für weitere dieser Vlogs interessiert und guckt gerne auch bei den weiteren Videos vorbei, weil ich immer sehr viel in diese Richtung hochlade. Und ich wünsche euch heute noch einen wunderschönen Tag. Bis dann!